So, hallo Christian, du warst ja heute für die Gruppe der Calisthenics zuständig. Wie zufrieden bist du denn im Nachhinein mit der heutigen Jugendkonferenz? Also, darf ich halten, oder? Also, ich bin sehr zufrieden. Unsere Vorstellungen über den Trinkwasserspender wurden eigentlich umgesetzt und ich glaube, die werden auch ganz konkret in den nächsten Wochen angegangen. Das kriegen wir auch hin. Die weiteren Forderungen, die wir hatten, was Inklusion und Erweiterung angeht, die werden wir noch ein bisschen mit Druck behandeln müssen, aber das kriegen wir schon hin. Also, aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich zufrieden, dass auch sich Leute für unser Thema interessiert haben und uns auch geholfen haben, unsere Ideen ein bisschen zu erweitern. Wer ist denn letztendlich Pate für euer Projekt geworden? Wir haben den Michael Haug von der Kult-Fraktion, die Elisabeth Peitzmeier vom Stadtjugendausschuss ist auch unser Pate, den Willi Hartmann vom Migrationsbeirat. Ja, und alle Namen konnte ich mir leider nicht merken, aber ich glaube, 5 Paten haben wir schon bekommen. Okay, das ist ja schon eine ganze Menge. Was sind denn jetzt die zukünftigen Schritte, die ihr angehen werdet? Also wir halten Kontakt über einen E-Mail-Verteiler. Dort werden alle Informationen ausgetauscht. Dann werden wir nochmal so ein Forum erstellen bei uns im Blauen Haus. Und da werden wir alle Themen nochmal konkret angehen. Und dann werden wir sie weiter behandeln. Ja, aber was danach folgt, was in Bezug auf die Erweiterung und die Inklusionsanlage, da müssen wir uns nochmal was Konkretes überlegen, weil da braucht man noch ein bisschen Rückenwind. Sehr schön, dann habt ihr ja schon sehr konkrete Vorstellungen. Dann hoffe ich, dass das alles sehr gut in die Wege geleitet wird und wünsche euch viel Glück in euren zukünftigen Schritten. Dankeschön.